Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Riders of Icarus. Ja, und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich in dem Moment, wo man hier auch schon vor dem Weihnachtsbaum steht. Es sind natürlich Updates für das Spiel gekommen. Und ich wollte einfach mal reinschauen, was jetzt hier zur Weihnachtszeit los ist, da ich in letzter Zeit ja wieder mal keine Zeit hatte. Es ist nun mal, ja, das allgemeine Problem bei mir. Ich hab eigentlich nicht gerade den richtigen Job dafür, um nebenbei Videos auf YouTube zu machen, aber für die, die es gerne schauen möchten, freuen sich vielleicht, dass mal wieder was passiert. Und ja, ich dachte, ich schaue jetzt einfach mal vorbei. Ich wollte nämlich mal nachschauen hier nach den Events, weil man kann jetzt ja hier dieses festliche Rentier versuchen zu bekommen. Hier sehen man schon einige mit den neuen Tierchen. Hier ist auch das festliche Rentier. Ich glaube, ich muss mit dem sprechen. Genau. Da haben wir es. Da kriegen wir nämlich das Zeichen des geheiligten festlichen Rentiers. Und genau das möchte ich jetzt auch haben, wenn es geht. Akzeptieren. Genau. Bestätigen. Und dann schauen wir mal. Voraussetzungen erfüllt und jetzt können wir nämlich nochmal mit ihm sprechen und bekommen das Instant. Und man sieht auch hier gerade schon wieder ein neues Reittier. Ich habe mit dem Char, naja, nicht in der Story weitergemacht. Ich bin nur bis dahin, wo die Aufnahme war, bin ich eben gerade schon mal Stündchen oder so vorher rumgelaufen. Und das war jetzt gerade wieder eine Belohnung, kann man auch ganz normal in der aktuellen Welt, wo wir sind, bekommen, theoretisch. Hier ist Bestarium, da haben wir hier Leroot. Da ist er. Haben wir es nicht weiter durchgelesen. Ist nochmal, ist ein blauer, also er ist schon Elite. Ich habe dafür diesen Sharkai wieder freigelassen, den wir da gezähmt hatten. Den brauche ich einfach nicht. Und habe jetzt auch schon ein bisschen Platz geschaffen. Es ist so viel wieder gekommen in den letzten Updates, hier diese ganzen Länder jetzt. Es gibt ja inzwischen so viel und so viele Tiere. Panas Küste, es hat jetzt Kluft hier, da ist Tadriels Triratel, so verborgene, verderbte Ödlande. Okay, es gibt also ganz viel. Und hier beiden Exaran-Ödland ist ja Multiplayer-Kämpfen. Es gibt sau viel. Wir haben jetzt auf alle Fälle schon mal den, also die Bestätigung, dass wir es machen dürfen. Was gab es hier? Ach, da gibt es dieses Zeichen für den Bären. Hatte ich ja schon mal irgendwo gezeigt. Den haben wir auch schon mal gezähmt. Sogar im Let's Play, ja, tatsächlicherweise. Ich habe ein bisschen umgestellt. Ich habe eine neue Festplatte drin, eine schnelle. Darauf nehme ich jetzt auf. Das heißt, ich habe keine Aufnahmeverzögerung mehr und sowas innerhalb der Platte. Das ist super schön. Ist jetzt auch gerade die erste Aufnahme über die neue Platte. Wir sehen hier auch gerade die Disco-Schneemänner, die hier überall rumstehen und einfach alles. Schon sehr cool, schon sehr cool. Auf irgendwas hatte ich das gelegt, dass ich mir die Anzeigen ausblenden kann, aber ist nicht mehr so wichtig. So, jetzt ist die Frage, wo bekommt man eigentlich dieses Rentier? Außer, dass ich mich erkundigt habe, dass dieses Rentier wohl existiert, habe ich doch auch noch nichts weiter gemacht. Genau, hier unten rechts, ich habe das Bild noch nicht weggemacht, Dezember Glücksbox. Ich möchte ja gern diesen Fuchs haben, aber es ist eine Glücksbox, so wie es da steht. Man kann eine Glücksbox für umgerechnet circa 3 Euro, glaube ich, kaufen. Müssten 3 Euro umgerechnet circa sein, nicht ganz. Und dann. Wo ist die Glücksbox? Die war hier, glaube ich, irgendwo da. 2900. Man kann ungefähr sagen, es sind, ja, also es sind 2,90 $, also 2,9 Dollar, aber in Euro ist es ja ein bisschen weniger. Aber, das ist halt eine Glücksbox. Es gibt definitiv viele Gegenstände, die man bekommen kann. Der Fuchs ist leider nur einer von denen. Wenn die jetzt angeboten hätten, hier, komm, für 3 Euro kannst du den Fuchs kaufen, hätte ich mir den gekauft, aber so mit der Glücksbox weiß ich auch nicht. Frage ist jetzt echt, wo ist dieses Rentier? Ich glaube, ich mache gleich eben kurz einen Cut und lese das eben nach, weil ja, so schlau wie ich war, habe ich nur nachgelesen, dass das Rentier da sein wird, aber nicht wo. Vielleicht ist es ja hier in der Stadt zum Zähmen, ich weiß es nicht.
Aber unwahrscheinlich. Aber cool, dass sie hier überall die Bäume aufgestellt haben. Also wenn die Entwickler eins wissen, dann wie man Leuchteffekte macht, ne? Also so im Allgemeinen, weil alles leuchtet. Die Tiere haben überall mal irgendwelche Effekte und so weiter. So, für euch noch eine ganz kleine Unterbrechung und dann bin ich auch schon wieder. Gut, ich habe noch mal ganz kurz nachgeguckt. Also das Rentier läuft einfach in der Stadt rum. Also wir gucken uns hier... Ja, genau. Ich drehe mich wieder um. Wir gehen einfach mal gucken. Und suchen einfach mal die Stadt ab. Also wer es auch sucht, ne? Also es läuft hier irgendwo in der Stadt rum. Und jeden Tag kriegt man das Emblem wohl dann einmal. Du kannst also einmal am Tag versuchen. Was ist das? Ah. Beanspruchen. Eine Geschenkbox gerade erhalten. Heroisch. Hey, Elun Einerpack. Na gut. Kriegen wir halt ein Elun. Das ist sogar ja mal ein hilfreiches Geschenk. Ach, sag bloß, die ist hier Spawnpunkt oder was? Was stehen die hier alle rum? Haben die es nicht geschafft oder wie oder was? Die sind definitiv ein paar mehr. Ach, sag bloß, hier laufen ein paar mehr von rum. Jo, hier laufen ein paar mehr von rum. Stufe 10, legendär, feindselig. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Es ist legendary. Oh nein, oh nein, oh nein. Du Alter, zweimal reicht mir schon, wa? Okay, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Jo, das war's auch schon. Jo, also, ja, das wird auf alle Fälle krass. Das war's dann mal für heute, würde ich sagen. Man hat ja nur wenige Versuche dafür und man braucht extremst viel Glück. 60 Bändigungspunkte habe ich jetzt eh nicht mehr. Wie viel, wo habe ich nochmal meine Bändigungspunkte stehen? Erweitert, ne? Oh, da oben, oder? Jo, Bändigungspunkte, 36 von 100 habe ich noch. Du brauchst 60 dafür, das ist schon mal schon krass. Naja, und außerdem habe ich das Emblem nicht mehr. Ich kriege das nur alle 24 Stunden. Haben wir schon einige das Glück gehabt und haben es geschafft. Aber wir schon mal nicht. Naja, vielleicht klappt es ja irgendwann hier. Aber da, so wie ich mich kenne, ich habe ja eh keine Zeit zum Spielen, also werde ich auch kaum dazu kommen. Ah, schöner Laiku. In einer anderen Farbe. So, ein etwas merkwürdiger Übergang. Ein kleiner Cut an dieser Stelle. Ich dachte, ich schiebe das hier jetzt einmal rein. Das ist jetzt 2 Tage später. Ich versuche es mal wieder. Ich bin wieder ins Spiel reingegangen, habe mir das Emblem schon geholt. Und ja, obwohl der Tag noch eine etwas längere Aufnahme hatte, wo jetzt gerade der Cut war, möchte ich euch das hier nicht vorenthalten. Mein 2. Versuch für das Rentier. Man kann es ja mal versuchen, es ist ja nur legendär. Sonst ist ja alles in Ordnung. Da bin ich zumindest schon mal bei der Hälfte angekommen. Aber na gut. Ein legendäres Tier ist immer etwas bockig. Und da ist es mal wieder fehlgeschlagen. Tja, auch mein 2. Versuch mit meinem Char hier vom Spiel leider schief gegangen. Aber naja. Man wird es definitiv noch öfter versuchen können. Gut. Hier kommt jetzt gleich der nächste Schnitt. Warum, werdet ihr gleich sehen. Also bis gleich. Tja, so schnell kann es gehen. Wir sind im nächsten Abschnitt. Gleicher Tag wie eben gerade. Ich habe nur meinen Nebencharakter genommen. Also ich habe ja 2, die aktuell das gleiche Level haben. Das ist nämlich auch meine Magierin, Level 19. Und erster Versuch. Ich wollte einfach mal testen,
ob man das Emblem halt nur einmal pro Spieler bekommt oder pro Tag oder halt mit mehreren. Aber man kriegt es für jeden Charakter. Da sind wir kurz vorm Erfolg. Und das Unglaubliche. Hey, unten links steht sogar unsere Liste im Namen. Wir haben jetzt gerade eine Servermeldung verursacht hier. Wir haben ein legendäres Tier gebändigt. Xernia hat es erfolgreich geschafft, meinen Nebencharakter hier beim ersten Versuch einfach mal das legendäre Rentier bekommen. Ich hole mir die auf alle Fälle. Ich schaffe das noch, das Rentier mit meinem Hauptschar auch zu holen. Das werde ich wohl gerade irgendwie hinkriegen, hoffe ich zumindest. Das möchte ich mir ja nicht entgehen lassen. Ne? Also eigentlich möchte ich den Legi hier schon haben. Einfach nur, weil man ihn hat. Gut, hier könnt ihr nochmal das legendäre Weihnachtsrentier bewundern. Und dann würde ich mal sagen, switche ich gleich wieder zurück in die eigentliche Aufnahme vom Let's Play. Aber ich wollte diese beiden Szenen mal eben dazwischen geschoben haben. Gut, dann geht's hier gleich weiter mit der eigentlichen Let's Play Story. Brauchen wir auch die Glücksbox unten rechts nicht kaufen. Ich werde den Fuchs eh nicht bekommen. Ich kenne mein Glück, ja. Also ist es auch eigentlich egal. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so ganz genau. Aber ich weiß auf alle Fälle, wo Aufgaben und so sind. Oh, da steht wieder einer mit dem Dragon. Teleportiere ich mich oder laufe ich zu Fuß? Lass ihn legendär sein, aber irgendwie mag ich das Design nicht so hundertprozentig. Aber es gibt ja genug andere. Lass ich mich teleporten oder mache ich einfach einen Cut? Ich gehe zu Fuß und wir machen einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und mit nur noch 140 Metern, jetzt nur noch 120 und immer weniger werdend, laufen wir hier gerade zu einer Quest und erledigen die gleich mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe schon überlegt, also ich wollte es jetzt einmal so probieren. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, das Rentier erstmal zu schwächen ohne Ende, bevor ich es zähme. War tempers a man into a deadly weapon. So. Gute Arbeit, die Miliz schuldet euch was. Okay, da sollten wir irgendwas machen. Ich schließe es mal ab. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, worum es ging. Let us ride bravely into battle. Da ist jemand mit dem schönen Rentier. Bin aber da, Stufe 17. Gut, gut. So, da haben wir das hier erledigt. Ich glaube, an sich will ich an dieser Stelle erstmal nichts mehr. Dann können wir eigentlich mit der Main Quest fortfahren. Kann ich den eigentlich... Leider muss ich ihn jetzt mal wegmachen. Okay, wir haben alle Quests noch auf dieser Seite. Beschwörer erhalte dunkles Zauberbuch. Besiege Hexenmeister. Also wir müssen so oder so wieder zum Anwesen da von dem Grafen. Den müssen wir ja auch besiegen, das ist ja ein Dungeon. Genau, und ich glaube auch das war das, was ich eigentlich in der letzten Folge machen wollte. Mal vor einer halben Ewigkeit. Hey, Eden Star, schön. Verfolge ich das immer noch? Muss ich eigentlich mal wieder rausschmeißen. Fand ich für eine Sekunde ja ganz interessant, aber dann auch plötzlich schon wieder nicht mehr. Da gab es dann doch andere Games, die interessanter waren wie das. So, wir sind gleich bei den Farmen. Und dann bei den Farmen, bei dem Anwesen hier beim Kerlon. Anwesen. Oh, da hat uns das Rentier gesehen. Ganz gefährlich. Es haut wieder ab. Na gut, ich habe jetzt auch keine Lust, hinterher zu laufen. Also gehen wir erstmal hier rein. Außerdem will ich hier noch was versuchen, das steht schon mal fest. Wenn wir dann in den Dungeon gleich reingehen.
frage mich, welche Kabimisten, Hexenmeister, whatever wir dann brauchen. Das sind ja alles Vampire hier. Und da ist einfach nur die Menge das Problem. Haha. Okay, wenn schon, denn schon. Dann komm her. Ja, mach ruhig Blutsaugen, ist mir jetzt nicht ganz so wild. Kann mich schon mal dran gewöhnen. 55 Kupfer, wir sind definitiv wieder in dem Bereich, wo wir eigentlich sein sollten. So, hier haben noch alle irgendwelche Runenschilde, warum auch immer. Und ich frage mich gerade, wieso ich theoretisch diese Quest mit den dunklen Zauberbuch und Hexenmeister. Oder ist das woanders? Ist das da oben? Es ist theoretisch hier. Naja, ist mir egal. Wir machen jetzt auch gleich den Dungeon. Gut, ich hoffe, die Aufnahme funktioniert diesmal so, wie sie funktionieren soll. Denn ich weiß ja noch, dass uns der letzte Dungeon leider etwas reingelegt hat. What's your price range exactly? Heroisch. Ich will es ja nicht, kann man eh nicht. Haustier, Rabbi und Freunde. Benutze Erfahrung 20 Schritte für Haustiere. Moment mal, was kriege ich dafür? Einfach nur XP. Alles klar. So. Wie sieht meine Ausrüstung aus? Nicht so optimal, aber passt schon. Ich überlege gerade, wo packe ich mir am besten einen Trank hin? Auf F4? Hä? Achso, er ist doch richtig. Ja, ich gehe nochmal zurück, gebe mir die Anzeige. So, Geschichte. Was anderes dürfen wir ja eh nicht machen. Also gehen wir erstmal auf Geschichte rein. Schauen uns die Sachlage mal so an. Ach ja, ich denke, ich nehme einfach so ein bisschen auf und Story. My daughter, no longer must you toil among the living. Let us begin. Alles klar. Da müssen wir definitiv mal eine Runde aufräumen. Welches Level haben die jetzt? Level 19. Okay, sind ein Level über uns. So. Diesmal keine halben Sachen. Komischerweise, jetzt habe ich wieder länger nicht gespielt und trotzdem ziehe ich es diesmal ganz normal durch. Kabimisten. Ich glaube, die spawnen ja nicht nach. Wir sind im Dungeon. Also machen wir hier erstmal allgemein ein bisschen aufräumen. Oh, doch glatt ein Mist. Uiuiui, Alpha-Fledermaus, Alpha-Fledermaus. Wir kriegen gut Damage. Das wird nachher beim Endkampf wird das ein bisschen blöd. An sich, also ich komme nicht ohne Tränke drumherum, höchstwahrscheinlich, verdammt. Weil der ja ganz schön was aushält und die treffen einen ja immer. Aber ist noch ein normaler Bauer, den machen wir noch. Ist der gerade gespawnt? Oder wie habe ich das gerade gesehen? Okay, komm, ich trete ihn mal. Ah, muss ich mich gleich erstmal sozusagen heilen. Ja, ich weiß, der Bildschirm wird schon rot. Wir haben einen Vampirzahn erhalten. Einerseits regeneriere ich mich mal eben, indem ich so ein bisschen hier mir die Lage anschaue. Und gleichzeitig gucke ich mal, wo ich was herbekomme. Und ich möchte halt wissen, ob die nachspawnen. Ich glaube nicht. Da hinten möchte ich gleich noch was erledigen.
Wie sieht's denn überhaupt aus? Überaus. Wie sieht's denn überhaupt aus? Reittier und Haustier ist erlaubt, nur Flug ist nicht erlaubt. Komm, spawnen wir mal den kleinen Kollegen.